Liebe Studentinnen, liebe Studenten, mein Name ist Bernd Ladwig. Ich leite den Arbeitsbereich Politische Theorie und Philosophie hier im Otto-Suhr-Institut und begrüße Sie sehr herzlich zur ersten Vorlesung Moderne politische Theorie. Leider muss ich auch diese Vorlesung wieder einsprechen. Ich hätte Sie gerne vor Publikum gehalten, mit der Möglichkeit, dass Sie mich hier nicht nur physisch unmittelbar sehen, sondern mir auch unmittelbar Rückfragen stellen oder mich kritisieren könnten, wenn Sie etwas anders sehen als ich. Das alles wird dieses Semester Corona-bedingt noch einmal entfallen. Ich hoffe sehr, dass es auch das letzte Mal sein wird, dass wir in dieser Form hier zusammenkommen. Der Vorteil für Sie ist vielleicht, da ich Ihnen diese Vorlesungen über Podcasts bereitstelle, dass Sie sich die eben angucken können, wenn Sie dafür Zeit haben, wenn Ihnen danach ist, dass Sie manches vielleicht auch mehrfach sehen können, wenn Sie etwas nicht auf Anhieb verstanden haben und dergleichen mehr. Vom Titel der Vorlesung bitte nicht irritieren lassen. Die Vorlesung Moderne politische Theorie schließt, wie Sie merken werden, zeitlich und sachlich an eine Vorlesung aus dem letzten Semester. Dort habe ich über politische Theorie und Ideengeschichte gesprochen und Theorien von den alten Griechen, Aristoteles bis hin zu Marx, also bis ins 19. Jahrhundert vorgestellt. In diesem Semester werde ich im Wesentlichen Theorien aus dem 20. Jahrhundert, also Theorien, die näher an unsere Gegenwart heranreichen, vorstellen. Beide Vorlesungen hängen aber nicht nur inhaltlich zusammen, bauen in gewisser Weise zeitlich aufeinander auf. Sie können auch eine dieser Vorlesungen, welche ist dann Ihnen überlassen, sich anrechnen lassen für das Modul Politische Theorie und Grundlagen der Politik. So heißt es, glaube ich. Das ist ein 15-Punkte-Modul, das heißt, es setzt sich anders als andere Module bei uns nicht aus zwei, sondern aus drei Lehrveranstaltungen zusammen. Darunter sind zwei Vorlesungen und ein Seminar zu einem Thema Ihrer Wahl. Eine dieser Vorlesungen behandelt Theorie und Grund- und Ideengeschichte oder eben moderne politische Theorie. Und die andere Vorlesung können Sie dann beispielsweise im Bereich politische Ökonomie, Gender und Politik oder Politik und Recht absolvieren. Das wird dann im Wechsel angeboten. Vielleicht noch dies, wenn Sie einen Leistungsschein in dieser Lehrveranstaltung erwerben wollen, dann müssen Sie ziemlich direkt nach dem Ende der Vorlesungszeit eine Klausur schreiben. Die wird dann benotet. Das heißt, der Leistungsschein wird über eine Klausur erworben, nicht über eine Hausarbeit. Das ist anders in einem Seminar. In Seminaren schreiben Sie Hausarbeiten. In einer Vorlesung, in dieser jedenfalls, biete ich die Möglichkeit einer Klausur an. Dies noch, da ich das hier als Podcast einspreche, handelt es sich um eine sogenannte asynchrone Lehrveranstaltung. Das heißt, die Zeit, in der ich das hier einspreche und in der Sie es dann hören, fallen gewissermaßen auseinander. Es soll aber auch einen Moment von Gleichzeitigkeit geben. Das heißt, ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, auch mit mir direkt über bestimmte für Sie offen gebliebene oder eben einfach diskussionswürdige Fragen im Zusammenhang mit dieser Vorlesung zu diskutieren. Dazu werden wir einen sogenannten Virtual Classroom einrichten. Der wird 14-tägig angeboten. Genaue Termine und Einwahldaten und so werden Sie dann auf der Seite dieser Lehrveranstaltung auf Blackboard finden. Sie werden also rechtzeitig informiert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt, da ich dies einspreche, weiß ich noch nicht genau, wann ich diesen Virtual Classroom anbiete. Es wird 14-tägig jeweils für etwa eine Stunde sein. Und wie gesagt, das ist nur ein Zusatzangebot für diejenigen, die Lust haben, einige Fragen aus der Vorlesung zu vertiefen, mit mir ins Gespräch zu kommen darüber oder auch Dinge, die Ihnen nicht klar geworden sind, mit mir in der Auseinandersetzung mit mir zu klären. Vielleicht dies noch. Für die Klausur
sofern das für Sie von Interesse ist, wird ausschließlich das relevant sein, was ich hier auch tatsächlich vortrage. Sofern Sie allen Sitzungen in Anführungszeichen dieser Lehrveranstaltung mit Sinn und Verstand beiwohnen, also sich alle Podcasts einmal anschauen oder auch mehrfach, falls erforderlich, kann ich Ihnen versprechen, dass Sie die Klausur bestehen und auch gut bestehen werden. Ich werde also hier nichts an zusätzlicher Lektüre, an Hintergrundlektüre zum Beispiel voraussetzen, als Bedingung dafür, dass Sie diese formale Hürde, also den Leistungsschein, nehmen können. Für diejenigen, die sich ein bisschen vertieft mit dem befassen möchten, was ich hier vortrage, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, für den ich um Verständnis bitte, bietet sich an, dieses Buch hier, Moderne politische Theorie, heißt genauso wie diese Vorlesungen, zu besorgen. Das habe ich vor einigen Jahren geschrieben und habe darin auch etwas ausführlicher, als ich das hier mündlich machen kann, einige der Theorien und auch einige mehr, als ich hier heute vorstellen kann und in den nächsten Wochen vorstellen werde, dargestellt. Also das ist für diejenigen, die zur Vertiefung auch einige Sachen nachlesen wollen. Da finden Sie dann auch weiterführende Literaturhinweise. Und auch das jetzt noch Werbeblock. Es gibt zu diesem Buch Moderne politische Theorie auch ein Materialband. Das ist im Grunde eine Entsprechung des guten alten Readers. Das heißt, es ist im Wesentlichen eine Textsammlung, die ich zusammen mit meinem Mitarbeiter Timo Pongratz herausgegeben habe. Da ist bezogen jeweils auf die einzelnen Vorlesungen in der Regel ein Grund, aus unserer Sicht gut geeigneter Grundlagentext dokumentiert. Und da können Sie also gewissermaßen mal im Wortlaut nachvollziehen, wie politische Theoretikerinnen und Theoretiker, Philosophen, Gesellschaftstheoretiker, was immer, die wir im Rahmen dieser Vorlesung vorstellen, tatsächlich schreiben, wie sie argumentieren, was sie zeigen wollen, wie sie das machen und so. Also es ist noch einmal keine Voraussetzung, weder formal noch tatsächlich zum Bestehen dieser Klausur, dass Sie eines dieser Bücher oder beide sich besorgen und danach lesen, wenn Sie das machen möchten, dann hilft Ihnen das aber vielleicht, Dinge noch mal präsenter zu halten oder auch zu vertiefen. Und damit bin ich auch am Ende dieses Werbeblocks angekommen und komme jetzt bereits zum Inhalt dieser Vorlesung, wobei ich so anfange, dass ich erst einmal wenigstens knapp und sehr subjektiv die Grundbegriffe ein bisschen durchgehe, die hier im Veranstaltungstitel vorkommen. Also moderne politische Theorie, da ist ein Grundbegriff offenbar Theorie oder politische Theorie, und wie Sie gleich sehen werden, ist das subjektiv in dem Sinne, dass das, was ich jetzt vorstelle, nicht so etwas wie einen Konsens im Fach wiedergibt, sondern eine bestimmte Sichtweise, die ich vernünftig finde, die meine eigene ist, von der ich aber durchaus weiß, dass andere es anders sehen. Und damit habe ich, wenn Sie wollen, auch schon etwas Erstes Allgemeines über die politische Theorie gesagt, nämlich, dass es auf Ihrem Gebiet andauernde Meinungsverschiedenheiten, Auffassungsunterschiede gibt. Es gibt keine einhellige Sichtweise von politischer Theorie selbst, davon, was sie ist, was sie einschließt, was sie ausschließt. Und das gilt dann auch für ihre besonderen Gegenstände. Also ich kann jetzt schon sagen, wenn Sie vielleicht dann später auch am Teilgebiet dieses Faches, das politische Theorie heißt, ein besonderes Gefallen finden, dann müssen Sie eine gewisse Frustrationstoleranz für unauflösbare Meinungsverschiedenheiten mitbringen. Politische Theorie, es gibt schon Sachen, die man gewissermaßen wissen muss, also dass Hobbes kein Autor der Antike war zum Beispiel, das ist so eine Sache, die man einfach wissen muss. Aber im Kern geht es um Fragen, über die man nicht nur diskutiert, sondern über die man wahrscheinlich auch in aller Zukunft, sofern sie uns noch beschäftigen werden, diskutieren wird, weil es keine von allen geteilten Auffassungen gibt. Das kann man spannend finden, wie ich selber. Wenn man nach eindeutigen Wahr-Falsch-Aussagen sucht, dann
wird man in der politischen Theorie öfter mal die frustrierende Erfahrung machen, dass es das offenbar so nicht gibt, was nicht heißt, dass es nicht besser oder schlechter begründete Auffassungen gibt. Gut, jetzt kommt also, wie schon angekündigt, ein erster Vorschlag. Ganz allgemein gesprochen könnte man sagen, in der Politikwissenschaft gibt es ein paar Fragen, die sind sehr grundlegend. Und zwar sind sie grundlegend nicht mit Blick auf ganz bestimmte Teilgebiete unseres Faches, zum Beispiel Umweltpolitik, internationale Beziehungen, Gender und Politik, Politik und Wirtschaft, sondern sie sind grundlegend mit Blick auf das Fach als Ganzes. Und ich würde nun sagen, als ein erster Vorschlag begrifflicher Art, politische Theorie befasst sich mit den Grundlagen und Grundfragen des Faches, und zwar im Ganzen. Ich will nachher an einem naheliegenden Beispiel ein bisschen plastisch machen, was ich damit meine. Also Theorien, im Plural jetzt, in der Mehrzahl, finden Sie in allen Teilgebieten. Es gibt nicht nur empirische, also erfahrungswissenschaftliche Forschung, zum Beispiel zu internationalen, zwischenstaatlichen, grenzüberschreitenden Beziehungen. Es gibt dazu auch Theorien. Und die werden Sie in den entsprechenden Überblicksveranstaltungen und auch Seminaren auch kennenlernen. Aber das sind dann eben Theorien, die schon auf die speziellen Interessen dieses Teilgebietes, in diesem Fall also internationale Beziehungen, zugeschnitten sind. Die politische Theorie fragt allgemeiner, das jedenfalls ist ihr Anspruch. Wenn ich vom Fach im Ganzen spreche, und mit Fach meine ich jetzt natürlich die Politikwissenschaft, sollte ich als erstes vielleicht etwas darüber sagen, was ich unter Politikwissenschaft eigentlich verstehe. Und das ist zugleich auch schon ein Beispiel sozusagen für das, was politische Theorie tut. Sie klärt nämlich bestimmte grundlegende Begriffe. Also wenn Sie sich fragen, wo in der Politikwissenschaft wird eigentlich darüber nachgedacht, was die Politikwissenschaft selber ist und was sie von anderen, in mancher Hinsicht verwandten Fächern, Rechtswissenschaft, Soziologie, Ökonomie, Zeitgeschichte etwa, Philosophie, was sie von diesen Fächern unterscheidet, dann ist die naheliegende Antwort, der Ort, an dem man solche Fragen stellt und zu beantworten sucht, ist die politische Theorie, weil es hier eben um die Grundlagen des Faches als solchem geht. Also was kann man unter Politikwissenschaft verstehen? Historisch war es sicherlich so, dass die wahrscheinlich wichtigste Vorläuferdisziplin der Politikwissenschaft die Staatsrechtslehre war. Das deutet schon darauf hin, dass das politische Denken, aus dem dann später die Politikwissenschaft wurde, sehr stark von Juristen geprägt war. Die männliche Form ist hier historisch sozusagen angemessen. Und gleichzeitig ist in dem Ausdruck Staatsrechtslehre auch schon angedeutet, was ein zentraler Gegenstand war, nämlich der Staat. Das jedenfalls ist eine in Deutschland sehr wirkmächtige Tradition. Aber Sie werden im Laufe des Studiums noch sehr ausführlich sehen, dass der Staat zwar weiterhin eine zentrale Rolle natürlich spielt als institutioneller Ort des Politischen, der Politik, aber nicht die einzige. Und deswegen möchte ich einen formaleren Vorschlag machen, was man unter Politikwissenschaft verstehen kann, was ihren Gegenstand bildet. Mein Vorschlag ist, Politikwissenschaft zu verstehen als eine Wissenschaft, die Gesellschaft betrachtet und bewertet, und zwar unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt. Und das ist der Gesichtspunkt, wie ich in einem ersten Fremdwort sage, der intentionalen Selbsteinwirkung. Was meine ich damit? Gesellschaft meint, die Politikwissenschaft ist eine Sozialwissenschaft, eine Wissenschaft vom menschlichen Zusammenleben, von der Logik sozialen Handelns, dessen, was aus diesem Handeln hervorgeht, der Effekte, die es zeitigt, der Bedingungen, die es dann für unsere weiteren Handlungen setzt und so weiter und so fort. Also in dieser Hinsicht als Sozialwissenschaft oder Gesellschaftswissenschaft ist die Politikwissenschaft in einem Boot mit Fächern wie eben der Soziologie oder auch der Wirtschaftswissenschaft. Auch das sind Sozialwissenschaften.
Ich denke aber, Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler nehmen typischerweise eine besondere Art von Perspektive ein, wenn sie Gesellschaft betrachten. Sie nehmen eine besondere Art von Interesse an diesem Gegenstand Gesellschaft, also den Regeln, Normen, Logiken, Effekten und so weiter unseres Zusammenlebens und Zusammenhandelns, unseres Aufeinandereinwirkens als Akteure und so weiter und so fort. Und diesen besonderen Gesichtspunkt, den Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler typischerweise einnehmen, nenne ich intentionale Selbsteinwirkung. Das heißt, Gesellschaft ist etwas, was nicht einfach nur geschieht, sondern Gesellschaften versuchen auch gezielt und absichtlich, und das meint das Fremdwort intentional hier, auf sich selbst, auf ihre Formgestalt oder auch auf ihre Ergebnisse, die Ergebnisse unseres Zusammenhandelns und unserer gegenseitigen sozialen Abhängigkeiten einzuwirken. Um das zu verstehen, kann man sich vielleicht eine Unterscheidung nutzbar machen, die der österreichische Ökonom Friedrich August Hayek mal eingeführt hat. Das ist die Unterscheidung zwischen spontanen und geplanten Ordnungen. Gesellschaft ist auch ohne Politik möglich. Menschen können zum Beispiel völlig unabhängig voneinander bestimmte Verträge schließen. Zwei Menschen kommen zusammen, die jeweils etwas haben, was der andere braucht, und beide Parteien versprechen sich einen Vorteil davon, dass sie sich miteinander austauschen, sie schließen einen Vertrag. Und solche Verträge können völlig unabhängig voneinander an vielen verschiedenen Orten und zu vielen verschiedenen Zeiten stattfinden. Und jetzt kann man gewissermaßen aus einer Vogelflugperspektive als Beobachterin und Beobachter feststellen, dass bewirkt etwas. Was sich dabei ergibt, sind bestimmte Muster, zum Beispiel der Verteilung von Gütern. Also wenn das, was über solche Verträge ausgetauscht wird, Güter sind, dann ergeben sich bestimmte Verteilungseffekte. Und diese Effekte, die man beobachten kann, sind, weil sie über eine Vielzahl einzelner Austauschhandlungen, Transaktionen, sagen Ökonomen, zustande gekommen sind, von niemandem so als Gesamtergebnis geplant worden. Das nennt Hayek eine spontane Ordnung. Der typische Beispielfall ist der Markt. Und hier ist es eben tatsächlich so, dass Menschen, einfach gesagt eigeninteressiert, Verträge mit anderen ebenfalls eigeninteressierten Akteuren und Akteurinnen eingehen, und über diese Transaktionen, die da vereinbart werden, ergeben sich dann bestimmte, zum Beispiel Verteilungseffekte. Einkommen, Vermögen und die entsprechenden damit erlangbaren Güter finden sich dann so und so verteilt in der Gesellschaft. Das ist eine Art und Weise, wie gesellschaftliche Phänomene zustande kommen, über eine Vielzahl von untereinander nicht abgestimmten Handlungen. Und jetzt ist die Idee, dass das nicht alles sein kann, was das Zustandekommen sozialer Phänomene erklärt. Und dass es auch nicht das Einzige sein darf, was sie erklärt. Denn wenn es nur lauter solche spontanen Ordnungen gäbe, dann könnte zum Beispiel niemand garantieren, dass am Ende jeder Mensch zum Beispiel das hat, was er für ein menschenwürdiges Dasein braucht. Die Effekte und Nebenwirkungen dessen, was durch diese vielen untereinander unabgestimmten Handlungen zustande kommt, könnten für einige fatal sein. Sie in den Ruin treiben. Und dann wäre niemand und nichts da, was ihnen Sicherheiten gäbe, Garantien gäbe, von denen wir denken, sie gehören zu einem anständigen menschlichen Dasein dazu. Oder wie ist es, wenn sich Vertragsparteien uneins darüber werden, was sie eigentlich vereinbart haben? Ob das, was dabei rauskam, eigentlich im Sinne der Vertragsparteien war. Was ist in Konfliktfällen? Auch hier braucht man offenbar, wenn das nicht ganz schnell in einen Kampf aller gegen alle ausarten soll, sowas wie Verbindlichkeit. Eine Verbindlichkeit, die von einer bestimmten Autorität gestiftet wird, die etwa
feststellen kann, wer in einem bestimmten Streitfall welches Recht hat, worauf er oder sie ein Recht hat. Also ohne solche Regelungen droht sozusagen aus der Spontanität des sozialen Lebens ganz schnell ein ungeordnetes Chaos zu werden. Und um das zu verhindern, wirken Gesellschaften auch absichtlich und gezielt auf sich, das heißt auf die Inhalte, aber vor allem auch auf die Formeigenschaften des Zusammenlebens selber ein. Und das kann man nun in einem sehr allgemeinen Sinne als Politik bezeichnen. Das jedenfalls ist mein Vorschlag. Und jetzt kann man leicht sehen, wie sich diese speziellere Vorstellung von Staatswissenschaft zum Beispiel hier einfügt. Denn der Staat ist offensichtlich ein institutioneller Ort, an dem so etwas, also für alle verbindliche Regelsetzung, Streitschlichtung, Umverteilung bestimmter gesellschaftlich spontan erzeugter Effekte und so weiter, wo das alles geschieht und geleistet wird. Aber es ist nicht unbedingt der einzige derartige Ort. Heute weniger als vielleicht im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und deswegen ist es in der heutigen Politikwissenschaft zu einer offenen Frage geworden, wie sich eigentlich der Staat zu anderen Akteuren des Politischen verhält und welches relative Gewicht er eigentlich noch als Ort des Politischen hat oder auch haben soll. Okay. Nun will ich zurückkommen zu der Frage, was jetzt eigentlich politische Theorie innerhalb der Politikwissenschaft leistet. Und hier gibt es nun wiederum keinen Konsens, nicht alle sind sich hier einig, aber man findet doch sehr oft ungefähr die folgende Unterscheidung. Eine Unterscheidung von drei Bereichen der politischen Theorie, die allerdings dann an verschiedenen Instituten unterschiedlich ausgeprägt sind. Manche kommen an einigen Orten gar nicht vor, an anderen kommen alle drei vor, wie auch immer. Das Erste, was man zur politischen Theorie zählt, ist die sogenannte positive Theorie. Positiv. Das soll jetzt in dem Fall nicht heißen gut. Also es geht hier nicht darum, dass das die gute Theorie ist, im Unterschied zu einer schlechten, negativen Theorie, sondern positiv, dieses Wort bezieht sich auf den Anspruch, das, was faktisch der Fall ist, was gegeben ist, zu erfassen. Das Positive ist das tatsächlich Gegebene. Und hier sind wir nun erst einmal auf dem Gebiet der empirischen, das heißt der erfahrungswissenschaftlichen Forschung. Die moderne Politikwissenschaft, so wie sie sich heute ausgehend vor allem von den Vereinigten Staaten von Amerika auch in Deutschland durchgesetzt hat, ist im Wesentlichen eine empirische Sozialwissenschaft. Mit diesem besonderen Interesse zu beobachten und so weiter, wie Gesellschaften absichtsvoll auf sich selbst einwirken, aber sie tut das empirisch, also erfahrungsbezogen. Und die positive Theorie ist gewissermaßen die allgemeine Abteilung der empirischen politikwissenschaftlichen Forschung. In der empirischen Forschung gibt es zwei Grundaufgaben. Die erste Aufgabe ist die der Beschreibung. Was ist eigentlich der Fall? Und die zweite Aufgabe ist die der Erklärung. Warum ist es der Fall? Was hat das, was wir beobachten können, zum Beispiel Wählerwanderungen von der Union zur SPD, von der SPD ins Nirvana und so weiter, was hat das verursacht? Diese zweite Frage, warum ist etwas der Fall, zielt auf Theoriebildung im allgemeinen Sinne des Wortes Theorie. Also die ganz allgemeine Antwort auf die Frage, was sind eigentlich Theorien, lautet, sie sind Antworten auf Warum-Fragen. Und ein Standardfall von Warum-Frage ist, was hat was verursacht? Warum passiert etwas, was wir beobachten können? Warum kommt es
in einem bestimmten Verhältnis zwischen zwei Staaten, USA, Iran beispielsweise, zu diesen, oder USA, China, zu diesen Veränderungen in dem Verhältnis, mal mehr Entspannung, mal mehr Zuspitzung des Konflikts, dann wieder Entspannung und so weiter und so fort. Aber das muss man natürlich zunächst in den für einen jeweils interessanten Hinsichten zutreffend beschrieben haben. Und deswegen bildet die zutreffende Beschreibung die Grundlage für eine mögliche zutreffende Erklärung. Also Erklärung und Beschreibung. Warum ist etwas der Fall? Was ist der Fall? Das sind die beiden Grundaufgaben der empirischen Forschung. Und jetzt ist es wichtig zu sehen, dass so etwas nicht einfach voraussetzungslos geschieht, sondern dass dabei immer schon bestimmte Grundannahmen eine Rolle spielen. Man geht schon mit bestimmten Erwartungen an die Welt heran. Man wählt dabei von vornherein etwas aus, was man in den Blick nimmt, weil man sich davon aufschlussreiche Antworten verspricht. Und man bedient sich dazu vereinfachender Veranschaulichungsmittel oder bestimmter Modelle. Ein ganz einfaches Beispiel dafür, das Sie alle wahrscheinlich aus dem Sozialkundeunterricht oder wie das bei Ihnen hieß, in der Schule kennen. Sie stellen sich vor, dass wir einen Staat haben und so wird dann oft gesagt, eine Gesellschaft. Und Staat und Gesellschaft stehen in bestimmten Austauschbeziehungen zueinander. Der Staat leistet etwas für die Gesellschaft, er stellt zum Beispiel öffentliche Güter bereit. Aber er bezieht dazu auch etwas aus der Gesellschaft, nämlich die zum Beispiel Geldmittel, die er braucht, um diese Leistung für die Gesellschaft erbringen zu können. Er bezieht Steuern aus der Gesellschaft. Das ist eine ganz simple Vorstellung von Austauschbeziehungen zwischen zwei Größen, Staat, Gesellschaft, die Sie nicht einfach in der Wirklichkeit, so wie sie an und für sich da ist, finden. Also man findet den Staat ja nicht einfach, indem man meinetwegen ins Regierungsviertel fährt und sich lang genug das Kanzleramt anschaut oder den umgebauten Reichstag oder so, sondern das sind abstrakte Größen und ebenso ist es eine abstrakte, von vielem, was es in der Wirklichkeit gibt, absehende Vorstellung, dass dieser Staat mit einer Gesellschaft, was ist das eigentlich, in Austausch tritt und dass dabei bestimmte Dinge wichtiger sind als andere. Also zum Beispiel Steuerzahlen ist charakteristisch für einen modernen Staat, weil dieser Staat das Recht beansprucht, aus der Gesellschaft Geldmittel in der Gestalt von Steuern zu beziehen. Aber damit die Gesellschaft auch einen Anspruch auf bestimmte Leistungen erwirbt. Also die Steuergelder wären eben zweckentfremdet, wenn damit die politische Klasse ihre eigenen Taschen füllen würde oder ihren Nachwuchs versorgen würde, was es in vielen Staaten oder wahrscheinlich in allen Staaten mehr oder weniger auch gibt. Aber die Aufgabe des Staates ist eine andere, nämlich zum Beispiel die der Bereitstellung öffentlicher Güter. Und so hat man also bereits eine enorm folgenreiche Vorentscheidung darüber getroffen, worauf es eigentlich in der Betrachtung politischer Phänomene ankommt, was diese Phänomene sind. Und das heißt immer auch, wovon man jedenfalls normalerweise und bis auf Weiteres absieht, wenn man genau das in den Blick nimmt. Also, empirische Forschung ist voraussetzungsvoll. Grundannahmen und Modelle erlauben uns, die Wirklichkeit in ganz bestimmten uns interessierenden Hinsichten in den Blick zu nehmen. Und das heißt aber jetzt auch, dass wir darüber nachdenken sollten, was wir eigentlich tun, wenn wir an die Wirklichkeit zum Beispiel mit bestimmten Grundannahmen, zum Beispiel, dass es Wechselverhältnisse zwischen Staat und Gesellschaft gibt, herantreten. Was hat das eigentlich für Folgen? Was können wir dadurch sehen und was gerade nicht? Das sind zwei Seiten, die zusammengehören. Indem ich etwas als möglichen Gegenstand der Betrachtung gewinne, schließe ich etwas anderes, bis auf Weiteres jedenfalls, aus. Und weil das folgenreich ist für das, was ich dann als Wirklichkeit beschreiben und erklären kann, sollte ich auch darüber nachdenken oder wiederum in einem Fremdwort gesprochen, darüber reflektieren,
was ich da eigentlich tue, wenn ich meine empirische Forschung so und so anlege. Das in allererster Annäherung zu diesem Bereich. Ich will Ihnen nur noch die beiden heute wichtigsten Spielarten einer solchen positiven Theorie kurz nennen, die in diesen Vorlesungen auch dann später nochmal mehr oder weniger ausführlich wiederkehren werden. Deswegen hier nur vor allem die Stichworte. Das eine sind Theorien rationaler Wahl. Theorien rationaler Wahl heißen so, weil man hier davon ausgeht, dass letztendlich Individuen, natürlich Personen, Menschen, bestimmte Überlegungen anstellen und auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen, die zum Beispiel etwas damit zu tun haben, was sie sich an Vorteilen versprechen, immer eine bestimmte Handlungssituation vorausgesetzt, zu der gehört, dass man mit begrenzten Mitteln einen bestimmten Effekt erzielen will und dass es vielleicht auch andere Akteure gibt, die das Gleiche wollen. Theorien rationaler Wahl sind Handlungstheorien. Sie gehen aus letzten Endes vom einzelnen Akteur oder der einzelnen Akteurin, die aber, das ist für jedes soziale Phänomen natürlich kennzeichnend, nicht allein in der Welt ist, sondern immer damit rechnen muss, dass es andere solche Akteure gibt, die mit ihr oder auch gegen sie etwas Bestimmtes erreichen wollen. Man verbindet das, man nennt das methodologischen Individualismus, also ein zu Erkenntniszwecken vorgenommenes Ausgehen vom Individuum. Das wird verbunden mit bestimmten Vorstellungen der sozusagen geistigen Ausstattung dieser Akteure, ihrer Rationalitätsfunktionen. Und so versucht man dann Erklärungen bis hinauf zu den großen Makrophänomenen der Politik, Staat, internationale Beziehungen und so weiter zu gewinnen. Systemtheorien sind die zweite große Familie solcher positiven Theorien der Politik, die gewissermaßen genau umgekehrt ansetzen, nicht bei Individuen, um von dort ausgehend etwas zu erklären, sondern bei dem, was Individuen immer schon an Strukturbedingungen, an Rahmenbedingungen, an Voraussetzungen ihres Handelns antreffen und was, so dann die Annahme, dieses Handeln mehr oder weniger bestimmt. Also hier ist sozusagen die Ausgangsannahme, dass wir, wenn wir verständlich machen, wer was warum tut, wir dann eben nicht beim Individuum, dessen Selbstverständnis, dessen rationalem Kalkül ansetzen dürfen, sondern wir müssen ansetzen, gerade bei den von ihm schon vorgefundenen Bedingungen, den Strukturen, unter denen sich Handeln zuträgt. Das hat sozusagen für die Erklärung den Vorrang oder jedenfalls das erste Wort. Und der wichtigste neuere Vertreter einer solchen Systemtheorie ist sicherlich der 1997 verstorbene deutsche Soziologe Niklas Luhmann. Aber man findet im weiteren Sinne systemtheoretische Elemente auch schon zum Beispiel im ökonomischen Werk von Karl Marx oder etwa in der Gesellschaftstheorie Michel Foucaults, die ich später in einiger Ausführlichkeit vorstellen will. So viel also zur positiven Theorie. Die zweite Abteilung oder der zweite Bereich, der unter politischer Theorie firmiert, ist die normative Theorie und ein anderes Wort dafür ist politische Philosophie. Und das ist das Gebiet, auf dem ich selber vor allem forsche. Das heißt, ich vertrete die politische Theorie vor allem als ein politischer Philosoph. Und worum es uns, die wir in dieser Weise politische Theorie machen, vor allem geht, ist die Begründung normativer Aussagen. Eine normative Aussage ist eine Aussage der Form, etwas Bestimmtes X ist gesollt. Also zum Beispiel, Gesetzesgehorsam ist etwas, das wir dem Staat schulden, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt. Wenn er zum Beispiel
gerecht eingerichtet ist, demokratisch regiert wird und gemeinwohlorientiert handelt. Lauter ziemlich massive Erwartungen. Und das sind ebenso viele Normen. Also man könnte sagen, mit Blick auf das Politische ist eine Gemeinwohlorientierung das, was wir von politischen Akteuren verlangen sollten. Es ist gesollt. Gerechtigkeit ist eine Erwartung, der politische Ordnungen genügen müssen, damit sie von uns zum Beispiel Gesetzesgehorsam verlangen dürfen. Gerechtigkeit vielleicht nicht in jeder Einzelheit, darüber werden wir uns ohnehin sehr schnell uneins sein, aber doch in den Grundlagen und im Großen und Ganzen. Also eine massiv diskriminierende, bestimmte Menschen zu Untermenschen erklärende Ordnung, das Dritte Reich als Extrembeispiel, verdiente nicht den Gesetzesgehorsam, den sie leider viel zu viel gefunden hat. Sie war einfach fundamental ungerecht. Also normative Aussagen können auch darin bestehen, dass man auf der Grundlage dessen, was man für gesollt erklärt, feststellt, das und das ist ungerecht, ist verwerflich, ist schlecht und sollte unter sonstgleichen Umständen bekämpft werden, zum Beispiel. Es geht also nicht nur darum, dass man einfach etwas gutheißt, etwas für unterstützenswert erklärt, sondern auch Kritik. Die andere Seite beruht auf normativen Annahmen. Wenn ich etwas im gewöhnlichen Sinn des Wortes jetzt kritisiere, dann messe ich es an einem bestimmten Maßstab und stelle fest, dass es diesem Maßstab nicht genügt, dass es zum Beispiel nicht so gerecht ist, wie es sein sollte. Und wenn ich in diesem gewöhnlichen Sinn des Wortes Kritik übe, dann bringe ich also immer ausdrücklich oder unausdrücklich normative Annahmen ins Spiel. Und diese Annahmen sollte man dann, so jedenfalls meine Auffassung, auch ausdrücklich zur Sprache bringen, damit man weiß, woran man etwas misst und für kritikwürdig befindet. Und solche Aussagen, das ist jetzt eine weitere Annahme, die wiederum nicht von allen geteilt wird, solche Aussagen erheben den Anspruch, begründet zu sein, und sie können auch besser oder schlechter begründet sein. Also zum Beispiel die Annahme, dass eine bestimmte Verfassungsordnung gerechter ist als eine andere, dass zum Beispiel ein sozialer Rechtsstaat oder auch eine Demokratie normativ einer Diktatur oder einem Staat, der kein Rechtsstaat ist oder kein sozialer Staat ist, überlegen ist. Solche Annahmen, die zum Beispiel im Grundgesetz Ausdruck gefunden haben, sind begründbar. Und die politische Philosophie versucht sich an solchen Begründungen. Auch das werde ich später an Beispielen, etwa der Theorie von Jürgen Habermas oder der Gerechtigkeitstheorie des Amerikaners John Rawls, ein bisschen ausführlicher vorstellen. Deswegen hier nur wiederum zwei Beispiele. Rawls steht wie kein anderer im 20. Jahrhundert für die Wiederkehr der Gerechtigkeit, also einem großen Thema der politischen Philosophie. Theorien der Gerechtigkeit als Thema der politischen Philosophie sind nicht Theorien darüber, was Menschen für gerecht halten und warum sie das tun, sondern es sind Theorien, die tatsächlich direkt zu beantworten versuchen, was gerecht ist und was eben ungerecht ist und warum das so ist. Wenn Sie das so direkt zu beantworten suchen, dann sind Sie normative Theorien und Sie betrachten dann Gerechtigkeit als etwas Gesolltes, als etwas, dem politische Ordnungen genügen müssen, gerecht werden müssen, wenn sie so wollen, weil sie sonst die Zustimmung und die Unterstützung derer, die ihnen angehören, nicht verdienen. Ein zweites Beispiel, das ich erwähnen will, sind Demokratietheorien, und ich habe in Klammern davor gesetzt, normative Demokratietheorien. Dieser Zusatz ist wichtig, weil Demokratietheorien auch nicht zwangsläufig normativ sind. Demokratietheorien können zum Beispiel einfach darin bestehen, dass man verschiedene in irgendeiner Weise demokratische Ordnungen im Hinblick zum Beispiel auf ihre Problemlösungsfähigkeit
miteinander vergleicht. Präsidentielle, parlamentarische, Konsensdemokratien, Konkurrenzdemokratien, was auch immer man da an Grundtypen findet und deren Exemplifizierung, die man dann vergleicht, um festzustellen, zum Beispiel direkte Demokratien führen tendenziell zu einem größeren Konservatismus in den Entscheidungen. Die Schweiz ist wahrscheinlich das demokratischste Land, das wir zurzeit haben, aber viele Entscheidungen, die da getroffen werden, nicht zuletzt auf direktdemokratischem Weg, muten doch sehr konservativ an. Und gibt es da vielleicht auch systematische Zusammenhänge? Also das sind alles Fragen der empirischen Demokratieforschung. Die normativen Demokratietheorien wollen dagegen erstens ganz grundsätzlich Demokratie normativ überprüfen und auszeichnen, eben als einer nichtdemokratischen Herrschaftsform überlegen. Aber sie wollen dann vielleicht auch unter den Demokratien zum Beispiel solche, die eine besondere Vertretung zum Beispiel für Minderheiten in der Gesellschaft vorsehen, auszeichnen oder kritisieren und andere im Vergleich dazu dann eben anders als überlegen oder unterlegen bewerten. Habermas, den ich erwähnt habe, ist für die politische Theorie und Philosophie nicht zuletzt, oder in erster Linie würde ich sagen, als Demokratietheoretiker wichtig. Und er vertritt eine bestimmte Vorstellung von guter Demokratie, in der die Idee des Regierens durch Diskussion, durch den Austausch rechtfertigender Gründe unter freien und gleichen Bürgerinnen und Bürgern eine zentrale Rolle spielt. Und diese Idee ist nicht einfach der Wirklichkeit abgeschaut, sondern sie ist durchaus auch als eine Art Ideal gedacht, dass man der Wirklichkeit entgegenhält, wenn eben zum Beispiel Diskussion, der Austausch rechtfertigender Gründe bloß vorgespiegelt wird, zum Beispiel durch das Getue in Talkshows, die vielleicht einem anspruchsvollen Verständnis politischer Meinungsbildung in frei zugänglichen Öffentlichkeiten nicht entsprechen. Auch dazu werde ich später mehr sagen, deswegen belasse ich es hier bei diesen Andeutungen. Ich will noch den dritten großen Bereich der politischen Theorie erwähnen, der, wie schon eingangs gesagt, vor allem im letzten Semester im Zentrum stand. Das ist die politische Ideengeschichte. Hier ist, wie der Ausdruck Geschichte schon andeutet, die diachrone, die zeitliche Dimension wichtig. Und man könnte sagen, in der Ideengeschichte geht es um die Entstehung, aber auch den Wandel, die Veränderbarkeit politischer Begriffe und Vorstellungen, und zwar wiederum grundlegender Begriffe und der dazu passenden Vorstellungen oder Theorien. In gewisser Weise ist auch die Vorlesung, die ich in diesem Semester halte, immer noch ideengeschichtlich angelegt, weil ich jetzt allerdings bezogen auf Theorien der jüngeren Zeit des 20. Jahrhunderts auch nicht nur, aber doch grob gesprochen chronologisch in zeitlicher Abfolge vorgehe, wenn ich Theorien vorstelle. Also die ersten Theorien, die ich vorstelle, sind ein bisschen älter als die, mit denen ich die Vorlesung beenden werde. Und auch da werden Sie gewisse Veränderungen im Zeitverlauf feststellen, bezogen auf Begriffe und Vorstellungen, zum Beispiel Begriffe der Demokratie und Vorstellungen davon, wie man sie begründen kann. Ein prominentes Beispiel, das ich hier nur außerdem noch erwähnen will, für das, was Ideengeschichte leistet, ist der Vergleich von Freiheitsvorstellungen. Es ist eine im politischen Denken, in der politischen Philosophie verbreitete Grundüberzeugung, dass in der Antike, das heißt im alten Griechenland und Rom, eine andere Vorstellung von Freiheit, grob gesagt von öffentlicher, politischer Freiheit vorgeherrscht hat, als in der Neuzeit und Moderne, wo Freiheit sehr viel stärker als Freisein des Einzelnen von Übergriffen anderer verstanden wird oder als das Verfügen können über Handlungsmöglichkeiten innerhalb von bestimmten Freiräumen, in die niemand anders jedenfalls willkürlich eingreifen darf. Und dabei spielt der Aspekt der privaten Verwirklichung eine größere Rolle und der Aspekt der Freiheit zum politischen Handeln
der ist demgegenüber herabgesetzt. So jedenfalls eine verbreitete Vorstellung. Und eine Grundfrage wird dann sein, auch die wird uns in diesen Vorlesungen dann inhaltlich an vielen Stellen begegnen: Wie verhalten sich eigentlich die private Freiheit der Selbstverwirklichung und die öffentliche Freiheit der politischen Mitwirkung an der Meinungs- und Willensbildung, an der Vorbereitung von Gesetzen und an der öffentlichen Kritik und so weiter, wie verhalten sich die zueinander? Das will ich aber hier auch nur erwähnen. Jetzt hatte ich drei Bereiche, die man unter dem Begriff der politischen Theorie versammeln kann, unterschieden. Die positive Theorie, die mit anderen Worten einfach die allgemeinste Abteilung der empirischen Politikwissenschaft ist, die normative Theorie oder politische Philosophie und die Ideengeschichte, die in gewisser Weise quer liegt zu den beiden anderen, weil natürlich in der Geschichte des politischen Denkens selber sowohl allgemeine Vorstellungen darüber, was der Fall ist oder was der Fall gewesen ist, eine Rolle gespielt haben, als auch normative Vorstellungen, Werturteile, Vorschriften, wie eine Ordnung auszusehen habe und so weiter. Wenn man aber solche Bereiche unterscheidet, dann und sie alle denn dennoch unter einem gemeinsamen Begriff subsumiert, nämlich politische Theorie, dann sollte man auch etwas über das Gemeinsame sagen können. Und eine Gemeinsamkeit, die sich, glaube ich, aufdrängt, ist die, dass in allen drei Bereichen der politischen Theorie über grundlegende und allgemeine Begriffe nachgedacht wird und auch mittels solcher Begriffe argumentiert wird. Ein Begriff ist so etwas wie ein gedankliches Unterscheidungsmerkmal, ein gedankliches Unterscheidungsmittel, das mir erlaubt, auf einen Gegenstand in einer ganz bestimmten Hinsicht Bezug zu nehmen. Also ich kann zum Beispiel auf Peter Bezug nehmen, indem ich ihn als ein Pferd bezeichne. Peter ist ein Pferd. Der Prädikatausdruck Pferd steht hier für den Begriff. Peter steht für ein Einzelding, ist ein Eigenname für ein Individuum. Und auf dieses Individuum kann vieles zutreffen, zum Beispiel Mark Heu wird nicht so gerne geritten, tritt gerne aus, wenn der Bauer vom Nachbarhof vorbeikommt, scheut, wenn er dessen Dogge wittert. Und auch das sind Begriffe, aber der Begriff, den ich jetzt hier gebrauche, um auf Peter Bezug zu nehmen, ist Pferd. Das leisten Begriffe. Also Begriffe erlauben uns, auf Einzeldinge unter bestimmten und angebbaren Hinsichten Bezug zu nehmen und damit natürlich auch dann Verallgemeinerung vorzunehmen. Denn damit ist Peter natürlich Teil der Gemeinschaft aller Pferde und die müssen etwas gemeinsam haben, sonst wäre der Begriff leer. Also zum Beispiel sind es alles Säugetiere, die sich in einer bestimmten Weise fortpflanzen, die bestimmte Ernährungsbedürfnisse gemeinsam haben, bestimmte charakteristische Körpermerkmale teilen und so weiter. Und nun gibt es Begriffe, die sind grundlegender als andere. Also zum Beispiel der Begriff Welt ist allgemeiner und grundlegender als der Begriff Pferd. Denn Pferd ist ein Ding in der Welt. Und es gibt grundlegende und allgemeine Begriffe, die nicht ganz so allgemein sind wie Welt, aber allgemeiner als andere, auch auf dem Gebiet des Politischen. Also zum Beispiel der Begriff Gesellschaft, den ich schon verwendet habe, um zu sagen, wovon die Politikwissenschaft handelt, ist ein sehr allgemeiner Begriff, allgemeiner zum Beispiel als Bundesrepublik, allgemeiner als moderne Gesellschaft oder westliche Gesellschaft oder was Sie wollen. Offensichtlich ist ein für die Politikwissenschaft grundlegender und allgemeiner Begriff der Politik oder des Politischen. Denn das ist ja der Begriff, mit dem wir offenbar das für unsere Wissenschaft spezifische, den ganz besonderen Gegenstand, der uns interessiert und der unserem Fach gewissermaßen den Namen gibt, herausstellen. Und jetzt kann man also einfach an diesem Beispiel mal ein bisschen durchspielen,
was politische Theorie eigentlich macht, wenn sie sich, ob in empirischer oder in wertender Absicht oder mit Blick auf die geschichtliche Wandelbarkeit von Begriffen und Vorstellungen, mit solchen grundlegenden und allgemeinen Begriffen beschäftigt. Und das will ich jetzt ein bisschen tun. Das heißt, ich will jetzt gewissermaßen schon in die politische Theorie einsteigen, indem ich ein bisschen vorführe, wie sie begriffsklärend in diesem Fall vorgeht, indem ich mir eben diesen schlechthin grundlegenden Begriff der Politik oder des Politischen vornehme. Vielleicht das noch als sozusagen kleiner Exkurs, der Sie jetzt nicht weiter beunruhigen muss. Ich will das nur erwähnen, manche wissen es vielleicht. Wenn ich von dem Politischen spreche, im Unterschied zu der Politik, dann verweist das zurück auf das durchaus umstrittene Werk des rechtskatholischen Staatsrechtlers Karl Schmitt, eines Juristen und politischen Denkers des 20. Jahrhunderts, der eine Zeit lang geglaubt hat, er könnte sich den Nazis sozusagen als deren juristischer Cheftheoretiker andienen. Und Schmitt hat den Begriff des Politischen von dem der Politik unterschieden, um insbesondere das politische Denken auf eine Zeit zuzuschneiden, in der Schmitt zufolge der Staat seine fraglose zentrale Stellung in der Politik verloren hat. Das will ich hier nur erwähnen. Wenn ich hier das von Politik und dem Politischen rede, dann will ich diese Begriffe jetzt nicht im Sinne von Schmitt unterscheiden und sagen, das Politische steht für eine ganz besondere Konstellation, die durch das Fraglichwerden des Staates gekennzeichnet ist, sondern ich verwende sie austauschbar. Aber es gibt in der neueren Zeit Theoretiker, übrigens auch Theoretiker und Theoretikerinnen von links, beispielsweise Chantal Mouffe, eine belgische Theoretikerin, die an Karl Schmitt anknüpfen, und da taucht dann der Begriff des Politischen wieder auf. Mir geht es jetzt aber nicht um diese Unterscheidung, sondern ich will ganz allgemein mal fragen, was ist eigentlich Politik? Was ist das Politische? Und wiederum, indem ich darauf eine Antwort suche, darf ich nicht hoffen, dass alle Fachkolleginnen und Fachkollegen, wenn sie nur wohlinformiert sind und gründlich genug nachdenken, mir zustimmen müssten. Sondern es ist ein Vorschlag, dessen Umstrittenheit ich sozusagen vorab einräume. Aber einer, der vielleicht auch etwas für sich hat, der begründet ist. Hier ist also ein Vorschlag, und jetzt gebrauche ich eine etwas dichte, komplexe Definition, einen Versuch der begrifflichen Bestimmung, die ich jetzt im Einzelnen noch durchgehen werde. Also Politik kann verstanden werden als die Kunst der institutionellen Ausgestaltung dauerhafter und konfliktträchtiger Beziehungen unter einer Vielzahl von Menschen, Klammer auf, und Tieren, Klammer zu, durch kollektiv verbindliches Entscheiden. So eine Definition, so ein Vorschlag, wie man einen Begriff fassen kann, kann man nun näher auseinandernehmen. Und in dem Fall sollte man es auch tun, weil es viele einzelne Begriffe enthält, die selber ausgesprochen klärungsbedürftig sind. Das geht schon los mit dem Wort Kunst. Dass man Politik als Kunst versteht, ist gängig. Also zum Beispiel gängig ist, ich glaube, das kommt von deutschen Staatsmann Bismarck etwa, dass man Politik als Kunst des Möglichen bezeichnet. Viele andere haben Politik in irgendeiner Weise als Kunst bezeichnet. Damit könnte man in etwa meinen, und so möchte ich das hier verstanden haben, dass Politik nicht einfach in Routinen sich erschöpft oder eine bestimmte verlässlich anwendbare Technik ist, sondern dass es hier durchaus sozusagen auch um eine ganz besondere Fertigkeit im Umgang mit etwas, das nicht vorab berechenbar ist, das nicht in jeder Hinsicht nach Schema F abläuft, geht.
Also was immer mit Kunst sonst gemeint sein mag, ich will hier diesen Aspekt schon mal hervorheben, dass es bei der Politik um Praktiken geht, die unter Bedingungen veränderlicher Umstände stehen, die sich nicht einfach in Regelwissen erschöpfend darlegen lassen, die in irgendeiner Weise Urteilsfähigkeit verlangen und so weiter und so fort. Diese Vorstellung, dass die Politik eine besondere Art von anspruchsvoller, über das regelhafte und routinierte hinausgehender Praxis ist, die wird uns dann später etwa in republikanischen Theorien der Politik, Hannah Arendt wäre eine wichtige Vertreterin, ausführlicher beschäftigen. Und ich bekenne mich hier mit diesem Ausdruck Kunst gewissermaßen grob schon mal zu dieser Überzeugung, dass politische Praxis in dem Sinne anspruchsvoll ist, dass man sie nicht einfach als eine technische Regelanwendung oder eben als eine Menge bloßer Routinen verstehen kann. Institutionelle Ausgestaltung, das ist der nächste Begriff, der sicherlich der Erläuterung bedarf. Institution ist einer dieser grundlegenden Begriffe, die man nicht nur, aber auch in der politischen Theorie klären muss. Man kann darunter etwa eine Menge von Regeln oder auch von Regeln und Grundsätzen verstehen, die dazu dienen, im sozialen Leben eine gewisse Erwartungssicherheit zu schaffen. Also Menschen müssen sich im sozialen Leben auf eine Menge Dinge verlassen können, sonst werden sie sehr schnell aufhören, mit Selbstvertrauen sozial zu handeln. Und diese Erwartungsverlässlichkeit wird durch Institutionen gestiftet, indem sie beispielsweise definieren, welche Handlungen welche Bedeutung haben, wer darin welche Rollen spielt und wer aufgrund seiner Rolle was darf, was nicht darf und wem was erlaubt ist, wer also welche Rechte und Pflichten hat zum Beispiel und Freiheiten. Also einfaches Beispiel: Schiedsrichterin ist eine Rolle, eine institutionelle Rolle innerhalb eines größeren institutionellen Zusammenhangs, zum Beispiel des Fußballspiels, das durch eine Menge von Regeln definiert ist. Zu dieser Rolle gehört, dass die Schiedsrichterin bestimmte Dinge darf, zum Beispiel pfeifen, wenn sie einen Foul wahrgenommen hat, ein Tor an- oder aberkennen. Lassen wir mal die ganze düstere Problematik des Videobeweises außen vor. Nehmen wir einfach an, die Schiedsrichterin darf das autoritativ feststellen. Sie darf aber nicht zum Beispiel Spielerinnen beleidigen. Sie darf sich nicht in deren Privatsphäre einmischen und vieles andere mehr. Und so können diejenigen, die sich auf das Fußballspiel als Spielerinnen und Spieler einlassen, mit dieser Rolle der Schiedsrichterin bestimmte Erwartungen verbinden, die Erwartungen normativer Art sind. Also die Grunderwartung ist natürlich, die Schiedsrichterin wird unparteiisch darüber wachen, dass die Regeln des Spiels eingehalten werden, denn nur dann, wenn die Regeln des Spiels eingehalten wurden, ist das entsprechende Spielergebnis, also zum Beispiel 2:1 für Wolfsburg gegen Bayern München oder so, auch gültig und verdient sozusagen anerkannt zu werden im Rahmen eines Fußballwettbewerbs. Das ist also jetzt ein Beispiel. Und Institutionen spielen eine wesentliche Rolle im Gebiet der Politik. Das heißt, wir haben es nicht hier einfach nur mit einer Serie vereinzelter, man sagt dann interaktionaler Handlungen zu tun zwischen zwei oder mehr Akteuren, sondern diese Handlungen geschehen typischerweise im Rahmen solcher Regelwerke, wie es Institutionen sind, sodass die Akteure also eine gewisse Erwartungssicherheit haben, mit ihren Handlungen bestimmte Bedeutungen verbinden, bestimmte Rollen darin spielen, aus denen hervorgeht, welche Freiheiten sie haben, was ihnen also erlaubt ist, was ihnen verboten ist, welche Pflichten sie tragen, welche Rechte sie haben. Was institutionell ausgestaltet wird, das ist jetzt ein weiteres Merkmal dieser Definition, sind erstens Beziehungen, die dauerhaft sind.
Also es geht nicht typischerweise um eine einzelne Begegnung, die sich so nie wiederholen wird, sondern es geht um Typen von Beziehungen, wie sie etwa zwischen Bürgerinnen und Bürgern ein und desselben Staates geschehen. Staatsbürgerschaft stellt über Mitgliedschaftsregeln etwas auf Dauer, nämlich eben die Zugehörigkeit zu einem politisch definierten Gemeinwesen. Und wir nehmen an, dass ein Gemeinwesen in der Zeit fortbestehen wird, über längere Zeiträume bestehen wird, sodass es also um Beziehungen zwischen Mitgliedern geht, die in der Zeit andauern. Es sind nicht immer genau dieselben Personen, einige kommen dazu, weil sie geboren werden oder einwandern, andere wandern aus oder sterben. Aber die Beziehungen selber als Beziehungen zum Beispiel zwischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen der Bundesrepublik werden als dauerhaft angenommen und sind es ja zumindest seit 1949 auch gewesen. Die der DDR waren ein bisschen weniger dauerhaft, aber auch die hat lang genug bestanden. Dann gibt es ein weiteres Merkmal dieser Beziehungen, das in bestimmten politischen Theorien, zum Beispiel von dem erwähnten Carl Schmitt, ganz stark betont wird. Und das ist der Aspekt der Konfliktträchtigkeit. Man könnte sagen, und Schmitt hat das in seinem Begriff des Politischen sozusagen auf die Spitze getrieben, politische Beziehungen sind eine politische Regelung von Beziehungen ist überhaupt nur deshalb notwendig, weil diese Beziehungen nicht automatisch und immer harmonisch ablaufen, sondern weil immer zumindest die Möglichkeit des Konflikts, des Gegeneinander, des Kampfes besteht. Und Schmitt war sogar der Ansicht, eine Beziehung ist in dem Maße politisch, wie sie eine Zuspitzung zu einer Freund-Feind-Beziehung erfährt. Es ist die Entgegensetzung von Freund und Feind, die nach Schmitt das Kriterium des Politischen bildet. Das hätte im Übrigen die seltsame Folge, dass zum Beispiel die Beziehung zwischen Parteien, wie es Grüne, SPD, CDU und FDP sind, weniger politisch sind, weil es eher so ein bisschen Scharmützel unter Gegnern sind, die einander aber im Grunde genommen in vielem auch einig sind, die miteinander ein Bier trinken können und so, dass solche Beziehungen weniger politisch sind als etwa das Verhältnis aller dieser Parteien zur AfD, als einer Partei, die in einer durchaus abstoßenden Weise Grundlagen unserer Gesellschaft infrage stellt. Zum Beispiel religiöse Toleranz und so etwas. Dass also, wenn man diese Art von Zuspitzung zu einer regelrechten Feindschaft hin erfährt, man sozusagen ein politisch herres Verhältnis hätte. Das ist die Folge dieser speziellen begrifflichen Zuspitzung, die Carl Schmitt vorgenommen hat. Die teile ich nicht, aber dass es einen Bedarf an Politik überhaupt nur gibt, weil Menschen nicht automatisch immer im Einklang handeln, wenn sie sozial handeln, sondern weil sie sich dabei auch ins Gehege kommen und weil sie auch Konflikte gewärtigen müssen, weil zum Beispiel bestimmte von ihnen begehrte Güter knapp sind. Oder weil sie sich auch in weltanschaulicher Hinsicht manchmal uneins sind. Das ist, glaube ich, trotzdem eine richtige und wichtige Beobachtung. Also wenn alle automatisch immer einmütig handelten, dann bedürfte es nicht der Politik, um diese Beziehungen institutionell auszugestalten. Dann bedürfte es nicht dieser besonderen Kunst der institutionellen Ausgestaltung von Beziehungen. Dann das Merkmal der Vielzahl, und ich habe jetzt erstmal gesagt, einer Vielzahl von Menschen. Also ist Politik im engen Sinn des Wortes ist etwas anderes, als wie ich als Individuum mich zu mir selbst verhalte. Politik hat etwas damit zu tun, wie ich mich zu anderen verhalte. Es sind intersubjektive Beziehungen, die politischer Regelung bedürfen. Und eine Vielzahl meint nun, das ist bewusst vage formuliert, eine größere Zahl. Also üblicherweise sagt man, dass die typische politische Einheit nicht zum Beispiel die Größe einer Familie hat, sondern deutlich darüber hinausgeht.
also mindestens eine Kommune. Ich meine jetzt nicht eine Wohngemeinschaft, sondern zum Beispiel eine Stadt oder so etwas umfasst, oder auch deutlich mehr als das, einen Staat oder noch größer, die EU, was immer. Was immer genau mit Vielzahl gemeint ist, es ist das Problem, das damit sofort einhergeht, der Pluralität und auch der potenziellen Verschiedenheit, was wiederum einen Bedarf an politischen Regelungen erzeugt. Ich habe in Klammern mit einem Fragezeichen versehen hier hinzugefügt und Tieren und damit sozusagen einen zarten Hinweis auf meine eigene jüngere Forschung gegeben. Mein letztes Buch heißt Politische Philosophie der Tierrechte. Ich bin also selbst der Überzeugung, dass die Beziehungen, über die wir heute nachdenken müssen, wenn wir politisch denken, nicht nur Beziehungen unter Menschen sind, sondern auch viele, viele Tiere einschließen, nämlich solche Tiere mindestens, die massiv davon betroffen sind, wie wir unser Zusammenleben regeln oder die wir unseren Ordnungen unterworfen haben, zum Beispiel als Nutztiere, als Fleisch-, Eier-, Milchlieferanten oder was immer. Ich sage das nur in Klammern, ich werde diesen Exkurs auch damit gleich wieder beenden. Auch diejenigen, die nicht der Ansicht sind, dass es in der Politik um die Regelung speziesgemischter, mehrere biologische Arten einschließender Beziehungen geht, werden doch sagen, in der Politik geht es um Beziehungen unter einer Vielzahl von Individuen, die zum Beispiel als Bürgerinnen und Bürger eines Flächenstaates, der ja immerhin mehrere Millionen Mitglieder zählt, zu verstehen sind. Und schließlich der letzte Begriff, den ich heute noch erläutern will, weil er in dieser Definition eine wesentliche Rolle spielt. Es geht um die institutionelle Ausgestaltung solcher Beziehungen durch kollektiv verbindliches Entscheiden. Es ist eine auf den Systemtheoretiker David Easton zurückgehende, in der heutigen Politikwissenschaft weithin geteilte Überzeugung, dass es in der Politik wesentlich um eine Leistung geht, nämlich kollektiv verbindliches Entscheiden. Also erstens ist wichtig, es geht um Entscheidungen. Und das heißt zum Beispiel, Politik ist eigentlich nur dort im Spiel, wo es überhaupt etwas zu entscheiden gibt. Wo es also darauf ankommt, ob ich A oder B will, wo das nicht schon durch die Naturgesetze oder irgendein überpersönliches Schicksal, die Vorsehung oder was immer vorentschieden ist, sondern wo es tatsächlich darauf ankommt, ob sich Menschen auf A festlegen, ein bestimmtes Ziel, oder auf B, ein anderes, damit vielleicht unvereinbares Ziel. Zur Politik gehören also qua Entscheiden auch bestimmte Spielräume. Es macht einen Unterschied, ob sie sich so oder so entscheiden, und darin gründet eine spezifische Verantwortlichkeit. Wir sind normativ dafür zuständig, was wir mit Blick auf unsere Institutionenordnung beschließen. Die Entscheidungen sind kollektiv verbindlich. Kollektiv meint für alle, die zum Beispiel einer politischen Regelungseinheit, etwa einem Staat, angehören, als Mitglieder zum Beispiel. Es müssen aber nicht Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sein. Es kann auch eine andere Regelungseinheit sein, zum Beispiel die EU, für die es dann zumindest Richtlinien gibt, die die Einzelstaaten dann in Gesetzesform gießen müssen oder was immer. Es kann auch eine Untereinheit eines Staates sein, etwa die schon erwähnte Kommune, ein Land, ein Bezirk, was immer. Also normalerweise gehört zur Politik ein geteiltes Vorverständnis davon, für welches Kollektiv, für welche Menge von Menschen eine Entscheidung verbindlich ist oder verbindlich sein will. Letzte Bemerkung, verbindlich. Das hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, etwas ist verbindlich im Sinne von faktisch zwingend. Also eine Entscheidung ist dann verbindlich in dem Sinn, dass ich weiß, wenn ich ihr zuwiderhandle, werde ich sanktioniert, dann muss ich eine Strafe gewärtigen oder was immer. Ich bin also nicht einfach, indem jemand so entschieden hat, frei, ob ich der Entscheidung folge oder nicht, sondern sie bindet mich. Und es kostet mich zumindest dann etwas, wenn ich ihr zuwiderhandle. Das ist sozusagen die faktische Seite der Verbindlichkeit des politischen Entscheidens.
Die andere Seite, die damit aber, glaube ich, auch angesprochen ist, ist die, dass mit Verbindlichkeit auch ein normativer Anspruch im Raum steht. Und das verweist natürlich zurück auf die Bedeutung auch der politischen Philosophie im politischen Denken. Der Anspruch nämlich, dass eine politische Entscheidung nicht einfach willkürlich ist, sondern dass sie denen gegenüber, für die sie gelten soll, auch wohl begründet ist. Also ich selber muss als ein Adressat einer politischen Entscheidung, von dem zum Beispiel Gesetzesgehorsam erwartet wird, rechtfertigende Gründe dafür erkennen können, warum ich denn ein Gesetz zu befolgen habe. Und der rechtfertigende Grund kann nicht einfach nur darin bestehen, dass ich andernfalls ins Gefängnis geworfen werde, zusammengeschlagen werde oder so. Also der Anspruch, der mit politischem Entscheiden verbunden ist, unterscheidet sich von dem Anspruch, den ein Bankräuber erhebt, indem er mir die Knarre an den Kopf hält, damit ich den Tresor öffne. Hier ist es einfach so, dass ich, wenn ich rational bin und die Kräfteverhältnisse und die Entschlossenheit des Verbrechers richtig einschätze, ich dann wahrscheinlich den Safe öffnen werde, weil mir mein Leben dann doch wichtiger ist. Aber bei politischer Verbindlichkeit geht es typischerweise um einen Anspruch anderer Art, nämlich, dass ich gute Gründe habe, die nicht einfach in der überlegenen Zwangsgewalt des anderen bestehen, warum ich etwas als auch für mich verbindlich ansehe, warum ich es gewissermaßen zu einer Gewissensangelegenheit mache, dass ich wenigstens im Normalfall Gesetze auch befolge. Zum Beispiel Gesetze in dieser Zeit in der Öffentlichkeit eine medizinisch brauchbare Maske zu tragen und nicht maskenfrei an Querdenker-Demos teilzunehmen oder so. Weil entweder das, was da beschlossen wird, in der Sache substanziell gut begründet oder gar fast zwingend begründet ist, Gesundheitsschutz oder so, oder weil es zumindest auf eine Art und Weise, nämlich zum Beispiel demokratisch zustande gekommen ist, in der ich auch fair berücksichtigt werde, nämlich als ein freier und gleicher Mitbürger zum Beispiel. Also, hier werde ich in der nächsten Vorlesung wieder ansetzen. Ich wollte Ihnen an diesem Beispiel des Politikbegriffs schon mal ein bisschen vorführen, was man eigentlich in der politischen Theorie so macht, nämlich eine grundlegende Aufgabe, die in ihren verschiedenen Abteilungen der positiven Theorie, der normativen Theorie und dann auch in der Ideengeschichte immer geleistet wird, ist die Auseinandersetzung mit Begriffen, die für das Verständnis der politischen Welt grundlegend und allgemein bedeutsam. So viel für heute. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.